Hallo und herzlich willkommen zu Rollercoaster Tycoon 3. Ich spiele jetzt heute die dritte Mission von dem Hauptteil, vom Grundteil. Die Mission heißt Kerrite Flagge und bisher sagt der Name schon Kerrite Flagge. Es wird wahrscheinlich um Rennen gehen. In dem Fall geht es hier um Go-Karts im Endeffekt. Die sind für mich nicht ganz so wichtig, weil damit werde ich gar nicht arbeiten. Ich schaue, dass ich mich mehr auf die Fläche hinten konzentriere. Genau. Im Endeffekt, wir können eigentlich ganz normal anfangen, wie sonst auch immer. Dass wir starten mit Wegesätzen, beziehungsweise mit ja, Getränken und sowas zum Beispiel, also mit Nahrung zum Verzehr und alles. Ist jetzt mal für den Anfang so weit, würde ich sagen, das Wichtigste. Ich werde hier vorne eine kleine Information mit dazu bauen, dass die Leute im Endeffekt gleich zulaufen können. Und aha, ich kann mir einen Parkplan kaufen. Erschwert mit Sicherheit das Ganze, erleichtert das Ganze natürlich ein bisschen. Laufen die Leute nicht ganz so planlos rum. Und sie starten vor allem zu den ja, Attraktionen. Genau, ich weiß gar nicht, haben wir hier Parkeintritt? Nein, haben wir nicht. Dann läuft alles wieder über, ja, über Attraktionen, über die Fahrgeschäfte. Hier schauen wir mal, Westernhüte, Ballons. Also, Ballons gehen echt immer. So, Toilette wird es hier im Eingang auch noch geben. Schauen wir mal, die bleiben sicherlich nicht so, wie jetzt hier aktuell gerade. Ich sehe, ich weiß nicht, warum haben wir ja nicht so viel Geld? 48.000. Ja, also mit dem Gehalt kann man schon arbeiten eigentlich. Genau. Also ich habe die Map damals schon mal gespielt und habe mir hier so eine Attraktion gebaut, die ich hier genau ins Eck eingepasst habe. Schauen wir mal, ob wir die hier hinkriegen. So wird es hingehen. Und so werden wir sie auch bauen. Was kostet denn der Ganze? 11,5. Da wir das Geld eigentlich ja eh haben, können wir sie ruhig bauen. Genau, wir haben hier vom Weg an sich nichts Spektakuläres. Da werde ich jetzt halt nicht übermäßig steil arbeiten. Schauen wir mal, lass mal vielleicht so nach unten gehen. Okay. Ne, ist glaube ich, ist ganz gut. Ausgang. Muss ich ein bisschen steiler finden. Na, geht auch so. Zu stark. Die Neigung wäre nicht so, oder ist allgemein jetzt nicht so optimal. Ich meine, keiner geht in einem Freizeitpark gerne Treppen. So, gut. Dann haben wir das ja so. Hier kann man dann schön nach außen arbeiten. Die Attraktion selbst. Ei, ob es Themen wert oder nicht. Weiß ich gar nicht so viel zum Themen. Ist jetzt hier im Endeffekt in der Mitte nicht mit dabei. Hier außen vielleicht noch so ein kleines Hütchen oder sowas mit dazu. Das mal die. Ja, wobei. Brauchen wir gar nicht. Können wir gleich starten lassen. Was haben wir eingegeben? 5 Euro. Fahrpreis, wie viele Züge sind es denn? 3. 3 Züge waren es. Ui. Ein bisschen zu viel vielleicht, aber die lassen wir jetzt drin. Irgendwas wollte ich jetzt gerade noch ändern. Hier, die Zäune. Schauen wir mal. Nee. Die gefallen mir alle nicht. Hier so der Holzzaun. Wäre vielleicht ganz okay. Was soll das hier eigentlich?
Den hier? Oder den hier? Der wäre ein bisschen passender, glaube ich, oder? Ja, nehmen wir den. Hier unten. Schau mal, da können wir dann auch noch so ein paar kleine Attraktionen mit reinsetzen. Da wartet man natürlich auf. Moment, geringe Reibung habe ich drin. Halblast können wir aktuell auch lassen. Das ist kein Problem. Aber Putzkräfte brauchen wir jetzt erstmal. Putzkräfte, danach wieder die Handwerker. Weiß jetzt gar nicht, wie viel nehmen wir denn? Bleiben wir mal bei 2. Dann noch ein Handwerker dazu. Das reicht vollkommen für die Auswahl. Hier die Go-Karts im Hintergrund, die gehen mir ziemlich auf den Wecker, muss ich sagen. Ich hoffe, die nehmen wenigstens ganz gut Geld ein. 2,50. Gehen wir auf 3. Sind das zwei verschiedene oder ist das ein einziges? Ne, sind zwei. Hier ist das andere. Jawohl. Was steht denn hier für ein Teil? Habe ich noch gar nicht gesehen. In welchem Set gibt es denn das? Okay. Attraktionen, Mitarbeiter. Bild mal auch aus. Ja, wobei, die sind gar nicht faul eigentlich, was wir hier jetzt gerade haben. 26%. Ups. So, die von der Achterbahn sind 74% faul. Das ist natürlich nicht der Hit. Leute, Zuwa oh, haben wir überhaupt Leutezuwachs? Habe ich jetzt noch gar nicht aufgepasst. Statistik. Wir haben Verkehrswert. Erwachsene bleiben gleich. Teenager ist ziemlich gleich. Also dazugekommen ist jetzt eigentlich mal gar nichts. Publicity lässt nach. Der Zustrom, da haben wir. Ist nix. Besucher allgemein. Na. Parkwertung. Ist jetzt alles nicht der Hit. Hier die Achterbahn zieht ganz schön ihre Runden. Bleibt denn die stehen? Ach, hier unten ist noch eine Blockbremse. Gut. Dann schauen wir mal. Kleinere Attraktionen haben wir nur die Rundbahn bis jetzt. Was mich jetzt nicht gerade freut. Das Buffalo-Karussell haben wir noch. Was wir hier vielleicht noch ein bisschen mit integrieren können. Ich mir aber selber noch ein bisschen unsicher bin, wie ich es mache. Aber ich glaube, wir werden das so setzen. Gut. 50 Cent haben wir hier drin. Da gehen wir auf den Euro hoch. Ich bin sicher, dass wird gefahren. Jawohl. Hier diese Rasenmäher hinter mir, das sind der Wahnsinn, echt. Ich glaube, es macht schon echt Spaß, auf so einer riesen Kartbahn zu fahren. Habe ich selber leider noch nie gemacht. Hier hauen sie sich den Kopf an. Das Dach sieht auch spitze aus.
Ah, genug gesummt. Hier, wenn man ihm zuschaut, sieht es eigentlich extrem langsam aus, aber so. Hey, Kollege! Bring auf deinem Schoß mit. Na, siehst du nichts? Okay. Also, hier wird angestanden ohne Ende. Ich meine, klar, Kapazität für den Arsch. Ein Passagier pro Wagen. Wie viel haben wir? Acht. Bei dem. Das gleiche. Also, maximal acht Leute können mitfahren. Was ist denn hier Wartezeit eigentlich? 7 Minuten. Ja. Na. Die Platte hängt. Warum auch immer. Die Leute fahren mit. Schauen wir mal, wenn. Ah, jetzt schreien sie natürlich wieder ganz schön. Aber wir fahren jetzt hier mal eine kurze Runde mit. So, das war es ja nicht im Endeffekt schon. Lang geht sie nicht. Abwechslungsreich an sich finde ich sie schon. Aufgrund von den ganzen unterschiedlichen Sachen. G-Kraft hier unten in der, allerdings in der Helix. Also, da wollte ich nicht hin. Und so ein bisschen Airtime-Elemente sind natürlich auch mit dabei. Hier, Western. Diesmal arbeiten wir eigentlich überwiegend, würde ich sagen, mit dem Thema hier. So ein paar kleine andere Elemente sind da ganz okay. Aber plötzlich dann, ups, so bauen, dass wir nur noch grün haben. Wie in der anderen Wüste möchte ich eigentlich jetzt vermeiden. Na, das kann ich nicht löschen hier unten drin. Das bleibt dabei so. Hier außenrum setzen wir auch noch so ein Western-Hecken. Hier am Zaun. Ja, doch, das passt. Zum Stacheldrahtthema. So ein paar Hecken mit rein finde ich ganz okay. Normal mache ich es eigentlich nicht. Finde ich nicht so geil. Aber hier bei dem passt. Ich meine, man könnte es natürlich schon ganz weglassen. Die Frage ist, wie schaut es dann aus? Schauen wir mal. Ja. Geil wäre es, wenn sie wenigstens außen rumlaufen würden, weißt? Was soll das ja nicht sein? Ist so Schnee. Oder nehmen wir da. Ah, was ist das? Wir nehmen auch den Sound. Ich finde den eigentlich extrem geil. Und passend zugleich. So ein paar kleine Elemente mit Western. Schauen wir mal, dass die hier frei sind. Das erste, was ich allerdings zuerst mache, ist wieder mal tada, speichern. My Game. Lassen wir so gleich. Aber was haben wir hier Western-technisch alles? So ein paar Zau. Ah, cool. Ja, okay, das ist schon echt ganz cool. Muss sagen, halt, wo ist hier gerade? Da. Das ist alles diagonal irgendwie. Warum auch immer. Da haben wir noch Bodenplatten.
Ach, sieht aus wie Adrindenmulch. Das passt hier ganz gut, finde ich, hä? Hier außenrum. So ein bisschen gemulcht. Na, hier die Außen vielleicht jetzt nicht. Die nehme ich mal raus. Das sieht nicht gut aus, gefällt mir nicht. Dann schauen wir jetzt erstmal halt, dass wir die Hecke wieder herzaubern. Zack. Na, klang, als wenn er kaputt gegangen wäre. Okay, was haben wir hier noch? Westernblumen oder wie? Ja, schau an. Finde ich jetzt aber nicht so geil, muss ich sagen. Hier ist ein Steppenläufer, werden wir mal mit dazu nehmen, außen noch. Eventuell schauen, dass ich irgendwo eine kleine Wasserstelle baue, um so ein bisschen Wasser hier zu kriegen oder Grünflächen zu machen. Mal schauen. Okay. Was haben wir hier noch? Ein Holz? Oh, cool. Okay, der Boden ist schon... ist cool, also der gefällt mir. Allerdings für den Außenbereich würde ich es jetzt nicht unbedingt hernehmen. Vielleicht am besten irgendwo für den Innenbereich. Hier haben wir zwar schon... Wobei, sind ja im Western-Thema, ne? Wobei, es wirklich... Birkig ist es sicherlich nicht, das ist ja Winter-Thema. Das ist mit Sicherheit kein Wüstenbaum. Aber die Auswahl ist groß. Das finde ich geil. Das ist jetzt mir was zur Deko für den Wald so ein bisschen. Ach, Salatköpfe. Das kannst du machen, wenn du eine Farm baust. Was haben wir hier noch für den Boden? Ziemlich dunkel. Schade. Hier haben wir noch ein bisschen Gestrüpp. Ach, schau an. Ach, das ist ja cool. Ja, wie er hinkotzt. Ja, aber das finde ich ja echt... Also den Bogen finde ich immer klasse. Mal schauen, ob wir den irgendwo unterbringen können. Was haben wir hier noch? Ui. Ui. Nein. Da ist... Alter, Monsterbaum. Hier haben wir auch noch was anderes. Auch wieder ein paar Bäumchen. Der sieht schon mehr so ein bisschen aus wie so ein Wüstenbaum. Ja, Wahnsinn. Okay.
Ein kleines pinkes Pflänzchen. Finde ich ungeil. Mal schauen, ich werde vielleicht. Ja, doch, das heißt vielleicht. Ich werde die Enten abschießen. Na, hier sowas zum Futtern herbauen. Hier gibt es ja noch so einen kleinen Getränkestand. Toilette werde ich mit Sicherheit auch brauchen. Nur weiß ich nicht, ob ich. Beziehungsweise, wo ich das jetzt hinbaue. Hier finde ich das gerade ein bisschen scheiße, muss ich sagen. Außer ich verkleide das Ganze. Aber so gefällt es mir nicht. Schauen wir mal, ob ich da was finde. Eieiei.